Vom Festungsberg hoch über der Stadt geht der Blick bei herrlichem Wetter hinüber auf die andere Seite des Mainufers zur Altstadt von Würzburg mit ihren einzigartigen Baumonumenten aus 1300 Jahren Stadtgeschichte. Auf unserem Rundgang begegnen uns der romanische Kiliansdom ebenso wie die gotische Marienkapelle am Markt, die Renaissance mit der alten Universität sowie natürlich die weltberühmte Residenz als Hauptwerk des Würzburger Barock. Unseren Rundgang durch die Altstadt von Würzburg beginnen wir jedoch nicht hier oben über den Dächern der Stadt, sondern treffen uns dafür am berühmten Franconia-Brunnen direkt vor der Residenz auf dem großen zentralen Platz dort. Wir stehen hier nun auf dem Residenzplatz, einem großen Freigelände im Osten der Altstadt Würzburgs. Geschaffen wurde dieser Platz in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Als die regierenden Fürstbischöfe zur barock-absolutistischen Zeit nach Jahrhunderten der Isolation von der Festung wieder in die Stadt zogen. Hier ließen sie ab 1720 einen neuen Regierungssitz erbauen, nämlich das Haus hier direkt hinter dem Brunnen, an dem wir stehen, die Würzburger Residenz. Die Residenz selbst gehört nicht zu unserem Rundgang. Hier nur so viel. Wir stehen in diesem Augenblick vor dem, zusammen mit Schloss Versailles, vielleicht berühmtesten Schlossbau der Welt. Mit dem Unterschied nur, dass die Würzburger Residenz architektonisch in ihren Lösungen um einiges kompletter und auch entwickelter ist. Wenn es Ihr Besuch in Würzburg erlaubt, so machen Sie unbedingt auch eine Führung durch das Innere der Residenz. Das berühmte Treppenhaus mit dem Gewölbefresko von Tiepolo ist ebenso einmalig und beeindruckend wie die unzähligen repräsentativen Säle und Raumfluchten. Die angebotenen Führungen sind ein sehr kompetentes Ereignis. Im Südflügel des Schlosses befindet sich die barock-opulent mit Kunstmarmor, Blattgold und vielem mehr ausgestattete Hofkirche, die komplett im Schlossbau aufgeht und von außen nicht einmal zu erkennen ist. Werfen Sie ruhig einen Blick hinein. Ebenfalls auf der Südseite befindet sich neben dem Schloss einer der Eingänge zu dem barocken Hofgarten, welcher sich auf dieser Seite und rückwärtig zum Schloss bis an die dort noch vorhandenen Bastionen der ehemaligen Stadtbefestigungen erstreckt. Der Garten ist eines der ganz großen Highlights der barocken Landschaftsarchitektur. Wenn Sie nun zur Stadt gewandt nach rechts blicken, sehen Sie neben dem Platz im Norden und hinter der Straße einen repräsentativen Bau, bei dem es sich um das von dem Hofarchitekten Antonio Petrini um 1700 vor der Residenz also noch erbaute Rosenbach-Palais handelt. Heute sind dort die Geschäfts- und Schauräume der staatlichen Hofkellerei zu Hause. Ursprünglich aber diente das Gebäude dem Fürstbischofen als Sitz, solange die Residenz eben noch im Bau war. Hinter dem Gebäude öffnet sich der Rosenbach-Park, denn auch interimsmäßig benötigte so ein Fürstbischof unbedingt etwas private Natur zum beliebten Lustwandeln jener Zeit. Am südlichen Ende des Platzes sehen wir zum dahinterliegenden Hofgarten ein den Platz rahmendes Gebäude, welches das Rosenbach-Palais auch ein wenig widerspiegelt. Dieser Eindruck ist beabsichtigt. Das Gebäude jedoch erst um 1770 als sogenanntes Gesandtenhaus den Platz flankierend entstanden. Zuletzt noch ein paar Worte zu dem Franconia-Brunnen, an dem wir hier stehen. Würzburg ist eben auch eine Stadt der Brunnen, die sich von zum Teil sehr alt bis sehr neu überall in der Stadt wiederfinden. Der Franconia-Brunnen gehört zu den vier großen öffentlichen Zierbrunnen der Stadt, die uns bis auf den Kiliansbrunnen am Hauptbahnhof alle auch auf diesem Rundgang begegnen werden. Die Bürger Würzburgs und Unterfrankens haben den Brunnen 1894 dem damaligen Prinzregenten Luitpold zu dessen 70. Geburtstag zum Geschenk gemacht. Ein Geschenk gewissermaßen, an dessen Nutzung man sich selbst erfreuen durfte. Der Brunnen zeigt, angelehnt an die Brunnensäule
und in ihre jeweilige Arbeit vertieft, drei bedeutende Künstler aus Stadt und Region. Den Dichter Walter von der Vogelweide, den Maler Matthias Grünewald und den Bildhauer Tillmann Riemenschneider. Hoch über der Brunnensäule steht überlebensgroß die Bronzefigur der Franconia mit dem fränkischen Rennfähnlein in der Hand. Wir gehen nun über die Mitte des Platzes nach Westen in die eigentliche Altstadt hinein. Der Weg führt in einer ganz geraden Flucht durch die Hofstraße und direkt in Richtung des Kilian-Domes. Man hat diese Linie verschiedentlich auch Würzburger Machtachse genannt. Sie führt wie ein Strich vom Fuß des Festungsberges über die alte Mainbrücke und die Domstraße bis zu den Stufen des Domes und von dort weiter bis zum zentralen Mittelbau hier bei der Residenz. Das historische Würzburg wird dabei ziemlich genau in seiner Mitte durchschnitten. Los geht's! Nach 50 Metern sehen wir links einen kleinen Platz mit dem frühklassizistischen, um 1770 erbauten Kronosbrunnen, der von dem Fürstbischof von Seinsheim möglicherweise errichtet wurde, um auf dem Weg zur Residenz so etwas wie ein erstes Zeichen der sich öffnenden Größe des Schlosses zu setzen, eine Markierung. Der Reliefpavillon zeigt den Flussgott Mönus mit seinem Füllhorn, also den Main, an dessen Ufern sich die Stadt ja befindet. Der Brunnen wurde deshalb auch Mönusbrunnen genannt. Die Figurengruppe über dem Dach des Pavillons stellt Kronos und die Muse Clio dar. Der Gott der Zeit weist mit großer Geste in Richtung Residenz und preist ihre Herrlichkeit für alle Zeiten, während die Muse seinen Bericht niederschreibt. Rechter Hand sehen wir ein ehemaliges Schulgebäude aus den 1950er Jahren, das zu Recht bereits unter Denkmalschutz steht. Entgegen vieler Notbauten nach dem Krieg haben wir es hier mit durchdachten Architekturkonzepten jener Zeit zu tun, die in manchen Aspekten sogar ein wenig das Bauhaus wieder aufnehmen und sowieso sehr bildhaft an den Nierentisch erinnern. Im Innern befindet sich eine wunderbar geschwungene Freitreppe. Bis zu seiner tragischen Zerstörung im Krieg befand sich an dieser Stelle übrigens das sehr sehenswerte Luitpold-Museum. Wir gehen jetzt geradeaus weiter, bis wir zum Paradeplatz und der Rückseite des Domes gelangen. Wir stehen jetzt an der Ecke des Hofes Rannenberg. Dabei handelt es sich um einen der insgesamt 27 Domherrenhöfe, die sich im Halbkreis östlich von Domkirche und Neumünster um den Bezirk dieser beiden Kirchen legen. Leider lassen sich diese ursprünglich sehr repräsentativen Anwesen der Mitglieder des Domkapitels aufgrund der Zerstörungen und den Folgen des Krieges in den meisten Fällen heute nicht mehr auf den ersten Blick erfassen. Hier an der Ecke gegenüber sehen wir allerdings mit dem Hof Gutenberg ein weiteres dieser Anwesen. Sehen Sie das rote Tor mit dem Durchgang in den Hof? Und noch ein anderes Beispiel gibt der Blick durch die Gasse rechts hinweg über den sich darin öffnenden Platz frei. Es handelt sich um den Hof Conti, welcher heute als bischöfliches Palais fungiert. Schauen Sie mal an den Kirchen hier in die Höhe. Das ist ein Blick direkt ins Mittelalter hinein. Wir richten unser Interesse jetzt auf den Kiliansplatz zwischen den beiden Kirchen, den wir dafür auch betreten und uns ein wenig näher anschauen wollen. Die aktuelle Platzgestaltung mit den Kunstinstallationen und den grauen Muschelkalkplatten ist erst in den 2000er Jahren entstanden. Viele Jahrhunderte lang diente dieser Ort als Begräbnisstätte für vor allem angesehene Bürger und wurde deshalb auch Leichhof genannt. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Grabplatte des 1531 gestorbenen Bildhauers Tillmann Riemenschneider aufgefunden. Ein Replik ist an der Wand des Domes zu sehen. Das Museum am Dom auf der Westseite des Platzes ist ebenfalls erst neu in den 2000er Jahren entstanden. Es stellt alte religiöse Kunstwerke und Themen direkt modernen und zeitgenössischen Werken gegenüber, darunter so illustre Namen wie Otto Dix, natürlich Marc Chagall und sogar Andy Warhol. Der mächtige Kiliansdom entstand ab 1040 durch Bischof Bruno, welcher dem Kaiserhaus der Salier angehörte. Der Vorgängerbau, der Salvatordom, stand nur wenige Meter weiter nördlich dort, wo sich heute die Neumünsterkirche erhebt.
Der Kernbau der zu jener Zeit riesigen Kirche war nach damaligen Maßstäben sehr rasch bereits 35 Jahre später unter Bischof Adalbero schon abgeschlossen, obwohl es ja bis zur endgültigen Fertigstellung der Türme im Osten dann doch noch einmal mehr als 150 Jahre andauerte. Jener Adalbero spielte übrigens eine besondere Rolle im sogenannten Investiturstreit mit dem berühmten Gang nach Canossa. Bei dem Kiliansdom handelt es sich um das viertgrößte romanische Bauwerk überhaupt und um das größte, wenn man den umbauten Raum zugrunde legt. Im Innern werden Sie erleben, was damit gemeint ist. Auf diesem Rundgang betreten wir die Kirche ebenso wie das Neumünster, jedoch erst später durch das jeweilige Hauptportal. Die Neumünsterkirche an der Nordseite des Platzes entstand um 1060 herum anstelle des wohl baufälligen Salvatordomes und vor allem über der Kiliansgruft mit der sich damals auf ihrem Höhepunkt befindlichen Verehrung der drei Frankenapostel. Bauherr war ebenfalls jener Adalbero, welcher hier ein Stift für aktive Kanoniker errichtete. Von dieser Seite aus lassen sich die Stil- und Gliederungselemente der romanischen Basilika sehr gut ablesen und noch heute betrachten. Im Innern jedoch ist die Kirche Anfang des 18. Jahrhunderts durch den Hofarchitekten Josef Greising komplett barock umgestaltet worden und erhielt zudem eine vorgesetzte Prachtfassade im Westen. Wir gehen um den Ostchor des Neumünsters in Richtung Norden herum und betreten durch eine kleine Durchgangspforte das Lusamgärtchen. Hier finden wir uns in einem kleinen malerischen Hof mit einem von Ost nach West verlaufenden Kreuzgangflügel aus der Mitte des 12. Jahrhunderts wieder. Der Platz hat Geschichte. Im hohen Mittelalter wurde er Grashof genannt und von einem Kreuzgang umschlossen, zu dem auch der erst 1883 wiederentdeckte Flügel gehörte, wie er heute hier aufgestellt ist. In jenem Grashof soll sich auch das Grab des für die deutsche Sprachentwicklung bedeutenden und sogar zu Lebzeiten schon sehr berühmten Dichters und Sängers Walter von der Vogelweide befunden haben. Das berichtet der Stiftsherr Michael de Leone im 14. Jahrhundert. Seit 1930 befindet sich auf der Nordseite des Kreuzgangs ein Grabdenkmal für Walter. Zu allen Jahreszeiten frisch abgelegte Blumen zeugen von der auch nach 800 Jahren noch sehr lebendigen Verehrung seiner Kunst. In jedem Fall aber ist das Lusamgärtchen ein wunderbar gestaltetes Kleinod an sehr historischem Ort inmitten unserer Stadt. Schauen Sie sich die Reliefe der Kreuzgangplatten, die Säulen und Würfelkapitelle ruhig etwas genauer an. Sie gehören zu den ältesten figürlichen Darstellungen Würzburgs, die unter anderem den segnenden Jesus und den Frankenapostel Kilian zeigen. Zunächst gehen wir weiter die Gasse entlang, vorbei an der Einfahrt zur Marktgarage, bis wir auf die Eichhornstraße treffen. Nach links sehen wir dort den Eingang zum oberen Markt in Würzburg mit der leider wunderbar scheußlichen Bausünde des S-Oliver-Hauses an der Ecke, ebenso wie jene, an dessen Ecke wir selbst gerade jetzt stehen. Gruselig, nicht wahr? Wir lenken unsere Schritte zunächst aber nach rechts durch die Eichhornstraße hindurch und treffen schon nach wenigen Metern auf einen weiteren Platz. Hier ist man mitten in der Altstadt des Bischofshutes angekommen, aber so sieht es heute leider nicht mehr aus. Das hat der Krieg gemacht, der diesen Bereich der Stadt völlig zerstörte. Ich persönlich gäbe ja viel darum, dies hier einmal mit den Augen des 13. oder 14. Jahrhunderts sehen zu können. Klar, das wäre alles andere als ein Idyll, aber eben auch sehr spannend. Halb rechts in der Spiegelstraße ist hier bei der Hausnummer 10 der kleine barocke Gartenpavillon sehr sehenswert, der einmal zu einer natürlich viel größeren Hofanlage gehörte. Solche Pavillons waren im beginnenden 18. Jahrhundert ziemlich beliebt. Gleich nebenan, einige Meter weiter jedoch, mussten sich im November 1941 202 jüdische Mitbürger zur ersten Deportation von insgesamt 6 dieser Aktionen einfinden. Bis Juni 1943 wurden insgesamt 2043 Menschen aus Würzburg und Umgebung in die Vernichtungslager deportiert. Nur 41 von ihnen überlebten den Holocaust.
Am Ausgangsort erinnert wenigstens eine Gedenktafel an dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte, an dem leider auch Würzburg beteiligt war. Wir gehen halb links weiter das kleine Stück durch die Eichhornstraße, bis wir auf die Theaterstraße treffen. Ziemlich genau hier befand sich früher eines der großen Stadttore mit Wachhaus und davorliegendem Stadtgraben, über den dann auch eine Brücke führte. Vielleicht ungefähr da, wo wir heute die Fußgängerampel zur Straßenüberquerung benutzen. An der gegenüberliegenden rechten Ecke liegt das Bürgerspital zum Heiligen Geist aus dem frühen 14. Jahrhundert und zunächst also noch vor den Toren der damaligen Stadt. Neben den wirklich bekannten Weinen der Stiftung und den Bürgerstuben zur Einkehr ist vor allem das figürliche Glockenspiel mit Szenen der Kilianslegende in dem sehr mittelalterlich erscheinenden Eckbau bekannt und bei Touristen beliebt. Beides ist nett anzuschauen und ebenso aber auch eine Schöpfung erst aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollen uns den Innenhof und die barocke Flügelanlage des Spitals ansehen, sowie auch die gotische Kapelle aus dem Jahr 1371 als heute ältesten Teil der Anlage. Das Spital zur Pflege der Armen, Kranken und Siechen war 1319 ursprünglich eine Stiftung des Patriziers Johann van Steeren, welcher ihm auch seinen Nachlass zur Verfügung stellte und für die damalige Zeit also eine wirklich ungewöhnlich großzügige Einrichtung. Für ihren Betrieb war sogar die Genehmigung des Papstes notwendig. Die Stiftung wurde und wird letztlich bis heute durch die Stadt betrieben, was zumindest für Würzburg ein wenig speziell gewesen ist, da die Stadt ja durch die Fürstbischöfe weltlich regiert wurde und sich übrigens überhaupt erst wenige Jahrzehnte vor der Gründung dieses Spitals ein erster Rat der Stadt gebildet hatte. Wir befinden uns beim Bürgerspital, jetzt an der Kreuzung Theaterstraße, Semmelstraße. Etwas versetzt beginnt nach Norden hin die Textorstraße, der wir folgen wollen. Auf der rechten Straßenseite erreichen wir nach kurzer Zeit die in die Straßenflucht eingebundene und wuchtig wirkende Barockfassade der heutigen Pfarrkirche Stift Haug. Bei dem Stift Haug handelt es sich um einen bereits um die erste Jahrtausendwende entstandenen Alterssitz für verdiente Kanoniker. Ungefähr so wie das Stift Neumünster als Heimstatt aktiver Kanoniker diente. Man nannte es im Mittelalter auch den Sitz der Herren vom Berg, althochdeutsch also so etwas wie in Hauges, daher der Name. Das ursprüngliche Areal des Stifts befand sich nämlich ein ganzes Stück weiter nördlich am Fuß des Schalksberges, in etwa dort, wo man heute das Bahngelände antrifft. Mit der Zeit hatte sich sogar ein ganzes Viertel um das Stift herum gebildet, die sogenannte Hauger Vorstadt. Letztlich jedoch musste dieses Viertel dem riesigen Festungsbau der Schönborn-Ära nach der Mitte des 17. Jahrhunderts weichen. Das Kollegiatstift Haug bekam aber den von dem aus Italien stammenden Hofarchitekten Antonio Petrini errichteten Neubau am heutigen Standort. Diese Kirche gilt als stilbildend für den sogenannten fränkischen Barock mit seinen italienischen Einflüssen. Insbesondere die horizontal wie vertikal ausgeführte Dreifachgliederung der schweren Doppelturmfassade wird hierfür herangezogen. Für Aufsehen unter den Bürgern sorgte nach ihrer Errichtung die 60 Meter hohe, dem Petersdom in Rom nachempfundene Kuppel. Man befürchtete, dass sie direkt über den Köpfen der Gläubigen einstürzen könnte. Das Innere lohnt den Besuch sehr. Der einschiffige Kirchenraum mit Seitenkapellen in den Jochen wird deutlich und übersichtlich dominiert durch den Altarbezirk unter der Kuppel im Bereich der Vierung mit den nur wenig ausladenden Querhäusern. Die Neugestaltung der jüngeren 2000er Jahre zeigt den barocken Innenraum überwiegend weiß gekalkt und dezent in der Ausstattung, die auf eine zur Schaustellung von Pracht komplett verzichtet und stattdessen die Kunst betont. Dieses Konzept der Raumgestaltung kommt zu Recht bei Bürgern und Besuchern sehr gut an und verbindet die historische Architektur auf respektvolle Weise mit dem Empfinden unserer Tage. Im Rahmen dieses Programmes sind auch die Innenräume der Augustinerkirche, des Neumünsters und des Kiliandomes neu gestaltet worden.
Von Stift Haug aus gehen wir nicht mehr weiter nach Norden, sondern wenden uns nach Westen in Richtung des Mains und der Juliuspromenade. Der Weg führt durch die kurze Hauger Pfarrgasse und erreicht bereits nach wenigen Metern den Barbarossaplatz. Links mündet die Theaterstraße ein, die wir weiter oben beim Bürgerspital bereits gekreuzt haben. Nach rechts blickt man durch die Kaiserstraße schnurgerade bis zum Hauptbahnhof mit dem großen Kiliansbrunnen davor. Geradeaus öffnet sich die breite und in der ansonsten engen Stadt hier jetzt wirklich einmal wie eine Prachtstraße wirkende Juliuspromenade. Rechter Hand an der Promenade liegt unübersehbar die langgestreckte Fassade des Juliusspitals. Die Juliuspromenade bildet ziemlich genau den Weg der ersten Stadtmauer aus dem 11. Jahrhundert an ihrer nördlichen Begrenzungsseite ab, so wie es die Theaterstraße in Richtung der Spitze des Bischofshutes tut. Gerade jetzt stehen wir auf dem ehemaligen Knick dieser alten ersten Stadtmauer. Unten am Fluss bildete sich außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer ein Handwerksviertel, in dem unter anderem Metzger, Gerber und so weiter lebten und arbeiteten, da diese Dinge eben mit Geruch und Klimabelastungen einhergingen. Diese Vorstadt nennen wir heute Innere Bleich. Wahrscheinlich existierte das Viertel sogar schon vor der alten Mauer, denn die Siedlungsspuren gerade an der Mainfurt sind älter als die Stadt selbst. Weiter östlich der Bleich, auf dem Areal des Juliusspitals, legte die jüdische Gemeinde ebenfalls im 11. Jahrhundert außerhalb der Stadtmauern einen Friedhof an. Fürstbischof Julius Echter ließ diesen Friedhof ab 1576 jedoch zugunsten seines Spitalbaus abtragen. Die Grabsteine kamen westlich abseits des Bauplatzes zu liegen oder in eine Grube, wo man fast 1500 von ihnen Mitte der 1980er Jahre bei Grabungen am Rande der Bleich wiederentdeckte. Echter konnte das tun, denn zu seiner Zeit wurden die Juden sowieso aus Mainfranken wieder einmal vertrieben, sofern sie nach Pogromen des 14. Jahrhunderts denn hier neu angefangen hatten. Sehen Sie vor Ihrem geistigen Auge die alte Mauer, das kleine lebhafte Viertel davor, ein umfriedetes Kloster daneben und den jüdischen Friedhof? Schön, dann können wir uns jetzt mit dem Juliusspital, einer Anlage aus der Gegenreformation und frühen Neuzeit, zuwenden. Wir gehen jetzt entlang der Ostseite des Juliusspitals erst einmal durch die kleine Gasse mit dem Namen Klinikstraße. Sie finden es leicht, wenn Sie sich an der kleinen fränkischen Wirtschaft Holzapfel in ihrem knallroten Eckhaus orientieren. Dort, wo die Gasse dann einen kleinen Knick macht, können wir das Areal des Juliusspitals durch einen Gebäudedurchgang betreten. Wir bleiben danach erst einmal stehen und schauen uns hier um. Gerade sind wir durch die Zehntscheune gegangen. Wir haben bereits gesehen, dass hier die Vinothek mit dem Verkauf des Weinguts untergebracht ist. Das Gebäude ist ein typisches Wirtschaftsgebäude aus dem 17. Jahrhundert, das der Speicherung von Abgaben aus den umfangreichen Gütern und Besitztümern des Spitals diente. Der Name Zehntscheune drückt es aus. Beachten Sie hier drüben auch den typischen Ziehbrunnen aus dem Mittelalter und werfen Sie mal einen Blick hinein. Der führt noch Wasser bis zum heutigen Tag und das steht gar nicht so tief. Gegenüber dieses Gebäudes, das auch Zehntscheune genannt wird, stehen wir vor der Rückseite eines barocken Gartenpavillons. Dem eingeschossigen Bau mit Mittelpavillon, Seitenflügeln und Abschlusstürmchen zu beiden Seiten ist seine Leichtigkeit und die fröhliche Natur geradezu anzusehen. Er entstand Anfang des 18. Jahrhunderts zusammen mit den barocken Umgestaltungen des Spitals unter der Regie der Hofarchitekten Petrini und Kreising im Kontext zu dem Anlegen des Barockgartens. 1705 ist der Gartenpavillon der erste barocke Festsaal Würzburgs. Später wurde das Gebäude für längere Zeit als Hörsaal der Anatomie genutzt, denn das Juliusspital beherbergte bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts auch die medizinische Fakultät der Universität. Wir gehen um den Pavillon herum und betrachten uns auch die Vorder- bzw. die Gartenseite. Die barocke Parkanlage ist ein Pol der Ruhe und Vermittler von Muße, wie er uns hier mitten in der Stadt doch recht unvermittelt und sehr überraschend begegnet.
Die Gartenarchitektur ist geprägt von Zierschnitten und klaren geometrischen Formen. Im Zentrum steht der von Jakob van der Auwera geschaffene Vierströmebrunnen, in dem wir einen weiteren der vier großen Zierbrunnen der Stadt erkennen. Die liegend gelagerten und sehr präsenten Figuren stellen die vier Flussgottheiten der Region bzw. des fürstbischöflichen Herrschaftsgebietes dar: Main, Tauber, Sinn und Saale. Es ist ein früher sogenannter Laufbrunnen, der jedoch mangels innerstädtischer Wasserversorgung ein eigenes Wasserreservoir benötigte. Dies war in dem Nordtürmchen des Gartenpavillons untergebracht. Eine sehr pfiffige Lösung. Unser Weg führt uns nun zu dem großen Flügelkomplex des Spitals. Wir betrachten die repräsentative barocke Fassade des Fürstenbau genannten Mittelbaus zur Gartenseite hin und nehmen uns die Zeit für einen genaueren Blick. 3,5 Geschosse, Balustrade als Abschluss zum hohen Pultdach mit darin integriertem Dachgeschoss, mächtige Pilasterordnung, starke Fenstergliederungen mit je nach Geschoss Spitz- oder Bogengiebeln, Kassettenfelder, punktueller Figuren- und Schmuckansatz und schließlich das Portal mit eigener kräftig plastisch vorspringender Ordnung, Wappenfeld und durchbrochenem Bogengiebel. Großartig für die Zeit um 1700 herum. Eigentlich ist das Erkennen, das Ein- und Zuordnen von Architektur oder Kunst gar nicht so schwer. Man muss ja nur mit wachen Augen hinsehen, benennen und ein wenig vergleichen. Wir gehen durch das Portal des Fürstenbaus hindurch und sehen an der Wand ein sehr plastisches Stifterrelief, das die Behandlung der Kranken und Siechen zeigt, sowie die Fürbitten des Bischofs in vollem Ornat. Dort befindet sich auch der Hinweis auf die wunderbare Rokoko-Apotheke des Spitals. Im Innenhof der vierflügeligen Anlage spiegelt sich die Architektur symmetrisch von Ost nach West und ebenso über die mittlere Nord-Süd-Achse, Gebäudeflügel, Beete, Brunnen etc. alles gleichermaßen. Das Aussehen der ursprünglichen Anlage hat sich durch die barocken Umbauten zwar grundlegend gewandelt, nicht jedoch die Ausmaße des Komplexes, bei dem es sich zur Zeit seiner Entstehung um das größte Krankenhaus Europas handelte. Neben der Stimmung dieses so prächtigen wie gelungenen Hofes lenke ich Ihre Aufmerksamkeit gerne noch ein wenig auf die wunderbaren Arkadenfluchten, die als Wandelgänge zur Genesung sehr bewusst schon ein Bestandteil des ursprünglichen Baus waren. Beachtenswert sind auch die beiden Pumpbrunnen an den Wänden des Ost- und Westflügels mit jeweils zwei räumlich getrennten Brunnenfeldern, eines für das Pumpwerk, eines für das Brunnenbecken und dem aus der Wand heraustretenden Hahn. Wir gelangen in Richtung Süden wieder auf die Juliuspromenade. Betrachten wir hier noch einmal die Straßenfront des Spitals, so fällt die klargezogene homogene Gleichmäßigkeit der Gliederung, aber auch das viel schlichtere gegenüber allem auf, was wir im Innern der Anlage gesehen haben. Das liegt an der klassizistischen Gestaltung der Straßenfront um den Zeitpunkt der Französischen Revolution herum. Wir queren die Promenade und wenden unsere Schritte ein wenig weiter unten der Fußgängerzone zu, also der Schönbornstraße. Bereits nach wenigen Metern erreichen wir eine etwas offenere Stelle, an der wir rechts einen modernen Brunnen sehen und links die Fassade der Augustinerkirche. Das ist der Dominikanerplatz. Der Name rührt daher, dass ab dem Jahr 1227 hier die Dominikaner mit ihrer Würzburger Niederlassung vertreten waren. Auch die Kirche wurde von diesem Ende des 13. Jahrhunderts noch als große, freilich spätromanische Basilika in wohl annähernd den heutigen Ausmaßen schon erbaut. Ganz genau wissen wir es aber nicht, denn 1741 wird im Rahmen der Barockisierung das komplette Langhaus mit der Westfassade von Balthasar Neumann abgerissen und neu erbaut. Eine dreischiffige Kirche entstand mit sehr hohen Jochpfeilern, Westempore und einer etwas ungewöhnlichen Beleuchtung nur durch die südlichen Zwickelfenster des Obergartens sowie den Fenstern der Hauptfassade.
Die Westfassade selbst mit zum Beispiel dem Volutengiebel und der tempelartigen Pilasterordnung wäre für Neumann etwas ungewöhnlich und dürfte wohl auf ältere Pläne eines anderen Baumeisters zurückgehen. Das Kircheninnere der Augustinerkirche gehört zu den Neugestaltungsprojekten der späten 2000er Jahre. Dabei wurde hier vollständig auf jede ausschmückende Ausstattung, Pracht und sogar auch auf Kunst verzichtet. Eine von Jakob von der Auvera 1720 geschaffene Madonna vor der Empore im Westen, eine moderne Fahne als Chorabschluss sowie die Figur des Augustinus einsam im Chorgestühl mit den Ordensregeln in der Hand, das ist schon alles. Das sehr schlichte Konzept folgt dem sogenannten Communio-Modell, also kein hervorgehobener Altarraum, keine Kanzel und auch keine hervorgehobenen Plätze für geistliche Würdenträger. Auf diese Weise lässt sich die katholische Messe einmal ganz anders erleben und die Würzburger nehmen das an. Wer nun die Dominikanergasse rechts der Kirche noch ein paar Schritte hinaufgeht bis zu dem Haus mit der Nummer 6, steht dort vor dem Hof zum Löwen, der freilich im Mittelalter ein ganz anderes Erscheinungsbild hatte. Es ist ein Haus mit Geschichte. Zunächst befand sich hier die Würzburger Niederlassung der Templer. Sie wissen schon, das ist jene etwas geheimnisumwitterte erste Großbank der Welt mit dem abrupten Ende 1307 in nur einer einzigen Nacht. Anschließend war in der Rechtsnachfolge der Templer die Würzburger Niederlassung der Johanniter hier zu Hause. Kurz darauf aber war der Hof bereits 1322 im Besitz des ebenfalls etwas geheimnisumwitterten Neumünster-Scholasters und Verfassers der Würzburger Liederhandschrift Michael de Leone, der sich sogar selbst nach dem Hof benannte. Ab 1402 befand sich hier für etwa zwei Dekaden die Heimstatt der ersten Universitätsgründung Würzburgs, der aufgrund diverser Kontroversen in einer für Würzburg sehr unruhigen Zeit leider keine Zukunft beschieden war. Nach der Ermordung des Rektors Johann Zahntfurt im Jahre 1413 gelang es nicht mehr, diese erste Hochschule Würzburgs weiterzuentwickeln. Und schließlich wohnte hier zur Mitte des 16. Jahrhunderts hin der hohe Hofbeamte, Diplomat und vor allem als Chronist der Würzburger Fürstbischöfe und des Herzogtums Frankens bekannt gewordene Lorenz Fries, Verfasser der sogenannten Frieschronik. Gegenüber der Augustinerkirche gehen wir nun die Bronnbacher Gasse hinunter. Nach ein paar Metern ist rechts der Innenhof des Bronnbacher Hofes nett anzuschauen. Wir wenden uns bei nächster Gelegenheit nach links in die Katharinengasse und dann wieder nach rechts in die Maulhartsgasse. Dies hier ist wirklich das mittelalterliche Gassenherz Würzburgs, dem die Wiederbebauung nach dem Krieg natürlich ein wenig das alte Gesicht genommen hat. Aber stellen Sie es sich vor, Höfe aller Art und Bewohnerschichten dicht an dicht, laut, lebhaft, arbeitsam und immer auch gegen den entstehenden Unrat der Stadt ankämpfend. Schön und heftig zugleich. Wir erreichen die Marienkapelle von Norden her an einem kleinen Platz, den nur der Kirchenbau von der Weite und Lebhaftigkeit des unteren Marktes trennt. Dort die idyllische Postkartenansicht, hier der eher ruhige und an das Viertel angebundene Auftritt der Kirche. Die Marienkapelle ist eine gotische, hochaufragende Hallenkirche mit drei Schiffen aus dem späten 14. Jahrhundert. Schauen wir uns das kleine Nordportal der Marienkapelle etwas genauer an. Das Relief im Tympanonfeld des Portalbogens behandelt die Empfängnis Mariae. Was meinen Sie wohl, wie man sich in alter Zeit Marias Jungfräulichkeit zu erklären versuchte? Hier wird eine Lösung für Sie angeboten. Richtig. Gott Vater im Himmel pustet der Jungfrau Maria durch einen langen Schlauch den Atem des Lebens direkt in ihr Ohr hinein. Kein Zweifel, davon musste sie mit Jesus unbedingt schwanger gehen. Wir gehen hinein und lassen den Kirchenraum auf uns wirken, der mittels seiner Höhe viel Raum zum Atmen und zur Andacht bietet. Balthasar Neumann ließ sich hier begraben. Im Krieg ist die Ausstattung der Kirche so gut wie völlig zerstört worden. Nach und nach werden seitdem die Werke jeweils zeitgenössischer Künstler aufgestellt, für die zum Beispiel auch auf noch leeren Sockeln einiges an Platz vorhanden ist.
Im Westen der Kirche lässt sich ein Blick in die kleine Turmkapelle werfen, wie sie bis ins späte Mittelalter noch sehr üblich waren. Wir verlassen die Marienkapelle wieder durch das gegenüberliegende Seitenportal auf der Südseite und betreten die große Fläche des unteren Marktes mit all seiner städtischen Lebendigkeit und dem Markttreiben. Zunächst aber drehen wir uns noch einmal zur Kirche um. Rechts und links des Portals sehen wir die berühmten lebensgroßen Figuren Adam und Eva, ein Frühwerk Tilman Riemenschneiders um 1493 herum. Es handelt sich um die ersten nackt dargestellten Skulpturen nördlich der Alpen. Die Haltung deutet einen Kontrapost an. Die weiche Formensprache und der Ausdruck könnte dagegen auch einem Gemälde der italienischen Renaissance entsprungen sein. Diese Figuren sind so etwas wie ein kleiner Quantensprung der Kunst im deutschsprachigen Raum. Jetzt haben wir von dieser Seite aus auch noch einmal den angesprochenen freien Postkartenblick auf die Kirche. Ein kompaktes Lehrstück der schlank und hoch aufragenden Gotik. Die an großen Kathedralbauten, ansonsten markanten Strebebögen fehlen hier allerdings, da keine übermäßig drückende Schubkraft des Gewölbes aufgenommen werden muss. Schauen wir uns auf dem Platz ein wenig um. Der Marktbrunnen mit dem Obelisk aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, der grüne Markt drüben auf der Südseite, die kleine Allee mit den festen Marktständen. Diese lichte Weite des Platzes muss im Herzen des mittelalterlichen Stadtgebietes einfach ein wenig verwundern. Und in der Tat ist der Würzburger Marktplatz nicht natürlich gewachsen, sondern aus einem Ereignis heraus entstanden, das leider zu den dunkelsten Kapiteln der Stadtgeschichte gehört. Bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts befand sich genau hier das Viertel der jüdischen Gemeinde, eine der größten im deutschsprachigen Raum. Die Synagoge stand ziemlich genau dort, wo wir heute die Marienkapelle vorfinden. Nachdem es in den Jahrzehnten zuvor schon Übergriffe gegen Juden gegeben hatte, kam es im Zuge der paneuropäischen Pestjahre 1349 dazu, dass ein aufgebrachter Mob das jüdische Viertel komplett niederbrannte. Im Anschluss an das Pogrom errichtete man am Ort des Geschehens eine kleine Holzkapelle als einen Ort der Buße. Wohl nicht aus Schuldbewusstsein, sondern im Geist der Zeit und vielleicht auch politischen Erwägungen folgend. Diese Kapelle zog dann rasch viele Pilger an und war schon bald dem Strom der Menschen nicht mehr gewachsen. So kam es, dass ab 1377 eine neue große Wallfahrtskirche aus Stein durch die Bürgerschaft der Stadt errichtet wurde, die Marienkapelle. Sehenswert am unteren Markt ist auch das 1738 erbaute Neumann-Kaufhaus an der Südseite. Dieses zunächst einmal wie ein typisch barock erscheinendes Profangebäude wurde gezielt als Kaufhaus mit rundum mehreren Ladengeschäften konzipiert und hat sich stilbildend bis ins 19. Jahrhundert hinein europaweit verbreitet. Im Westen des Platzes stand bis zum Krieg das ebenfalls barocke und vielgerühmte Wohnhaus des Hofbaumeisters Antonio Petrini aus dem Jahre 1685, welches nach dem Krieg leider nicht wieder aufgebaut werden konnte. 2008 errichtete eine Bank auf diesem Grundstück ein offensichtlich recht bizarres Gebäude, von dem dann gesagt wurde, es erinnere an die Formgebung des früheren Petrini-Hauses. Eindeutig einen Ehrenplatz in der Liste der Würzburger Bausünden wert. Vom Petrini-Haus aus laufen wir durch die Kressengasse. Dort treffen wir linker Hand auf das Gasthaus zum Stachel, in dem teilweise sogar noch romanischen Kressenhof. Dabei handelt es sich ab 1413 um das älteste durchgehend betriebene Weinhaus der Stadt und um eines der ältesten Deutschlands überhaupt. Die Zeit scheint hier vollkommen stehen geblieben zu sein. Der Stachel ist aber auch ein Schauplatz deutscher Geschichte. Im Vorfeld des Bauernkrieges von 1525 fanden hier gewissermaßen im Geheimen konspirative Treffen statt und wurden Entscheidungen getroffen. Daran beteiligt waren unter anderem der schon zu Lebzeiten so berühmte Götz von Berlichingen,
der Würzburger Ratsherr und Bildhauer Tilman Riemenschneider sowie auch der adlige Bauernführer Florian Geier. Wir treffen auf die kurze Marktgasse. Rechts gegenüber liegt das Brandstätter Café, das traditionell bereits um 5 Uhr morgens für alle verbliebenen Nachtschwärmer öffnet. Wir gehen etwas links gegenüber weiter durch die Pommergasse und an ihrem Ende die Bronnbacher Gasse nach rechts wieder hinauf. Sie erinnern sich, diese Gasse haben wir schon ein wenig an ihrem östlichen Ende erkundigt. Wir passieren nun den barocken Fichtelhof rechter Hand und werfen einen Blick auf das Portal, die Fassadengliederung und in den Hof hinein. Beim Durchgang zum Hof kann man links in das Treppenhaus gelangen. Ein kleines Fest der Architektur. An der barocken Ausgestaltung dieses Patrizierhofes war übrigens unter anderem auch Balthasar Neumann beteiligt. Wir gelangen nun zum Ulmer Hof, einen auf den ersten Blick nicht wirklich einladenden kleinen Platz, dessen Geschichte auch so etwas wie eine städtebauliche Leidensgeschichte ist. Schauen Sie sich die Mitte der 1980er Jahre geschaffene Plastik dort an. Diese Feuersäule zeigt rundherum verschiedene Reliefaspekte der Zerstörung Würzburgs 1945 und den anschließenden Wiederaufbau. Wir gehen links weiter in Richtung Norden, treffen dort auf die Juliuspromenade, queren diese und gehen auf der linken Seite vorbei an einem eckigen gelben Komplex, den wir zu den mittleren Bausünden der späten 1980er Jahre rechnen wollen. Wir betreten das Viertel der Inneren Bleich, welches zunächst vor den Mauern der Stadt lag, bis es im Rahmen der Erweiterungen des 14. und 15. Jahrhunderts schließlich in den Mauerring Würzburgs mit einbezogen wurde. Kaum 3 bis 4 Gehminuten von der Innenstadt entfernt, hat man das Gefühl, in eine eigenständige Welt einzutauchen, mit den Strukturen eines fränkischen Dorfes. Das in sich geschlossen zusammengefügte Gebilde dieser ehemaligen Handwerkervorstadt lässt sich auch nach 800 bis 900 Jahren gut nachempfinden. Bei einer der typischen Gassenecken treffen wir auf ein altes, Handwerkerhaus genanntes Gebäude, das wegen seines in Würzburg eher selten anzutreffenden Fachwerk ins Auge fällt. Es gilt als das heute älteste Bürgerhaus der Stadt. Weiter im Viertel erreichen wir den Bleicher Kirchplatz mit der bereits Anfang des 12. Jahrhunderts erbauten Pfarrkirche St. Gertraud, welche wirklich zu den älteren und hochmittelalterlichen Kirchen Würzburgs zählt. Sehr interessant einfach auch deshalb, weil gerade diese Kirche, abgesehen von ein paar gotischen Umbauten, sehr ursprünglich die Umgebung und die Ausübung des Glaubens der Menschen in der alten Zeit repräsentiert. Werfen Sie einen kurzen Blick hinein und gehen Sie auch außen herum. Der Platz ist ein gutes und originäres Beispiel für einen gewachsenen fränkischen Kirchplatz. Das ursprüngliche Viertel war inklusive des am Rand gelegenen Andreasklosters um sicherlich ein Drittel noch größer als heute. Von der südwestlichen Ecke des Platzes aus spazieren wir jetzt durch die Bleicher Schulgasse. An ihrem Ausgang treffen wir auf eine große Straßenkreuzung, zu der unter anderem auch das Ende der Juliuspromenade gehört. Das ist, genau genommen, der Ochsenplatz, also der historische Viehmarkt der Stadt direkt vor Tor und Mauer des mittelalterlichen Bischofshutes gelegen. Wir überqueren diese Kreuzung und gelangen an das Ufer und die Kaimauer des Mains. Zu unserer Linken erhebt sich die Mauer der Kranenbastion. In gewisser Weise ist das eine Zwitteranlage zwischen Wehrhaftigkeit und ökonomischer Funktion. Holzlager, Freilager und Speichergebäude auf der Bastion selbst prägten früher diesen Uferabschnitt des Flusses. Letztere wurden mit dem Gebäude auf der Bastion Ende der 1980er Jahre teilweise wieder nachempfunden. Wir sehen hier am Kai auch so eine Art schweres Rolltor, das als sogenannte Spundwand bei Hochwasser geschlossen werden kann. Würzburg besitzt eines der modernsten und effektivsten Systeme zum Hochwasserschutz seiner Altstadt. Bei der Bastionsmauer steht eine kleine Schienenlore mit Steinen darin. Diese erinnert an die Würzburger Trümmerbahn, mit deren Hilfe nach dem Krieg insgesamt so ungefähr 2,5 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt aus der Stadt geschafft wurden. Wir gehen am Kai ein wenig nach links zu dem alten Kranen.
Dieses barocke Industriedenkmal ist mit dem kuppelartigen Aufbau und den zwei Armen nicht nur ein schickes altes Kleinod, sondern auch eine ingenieurtechnisch pfiffige Konstruktion. Der Kran ist um einen Kranbaum im Innern der Anlage um komplette 360 Grad zusammen mit dem Helm drehbar. Das Hebewerk kann über zwei von bis zu sechs Männern angetriebene Laufräder Lasten von etwa einer Tonne an jedem Arm bewegen. Erbaut wurde der alte Kran 1767 bis 73 von dem Sohn Balthasar Neumanns, der in die dann doch sehr großen Fußstapfen seines Vaters getreten war. Nach dem Fliegerangriff blieb der alte Kran wie durch ein kleines Wunder völlig intakt und half bei der Trümmerbeseitigung. Den Würzburgern ist er heute auch ein Symbol des Neuanfangs, das ihnen lieb und teuer ist. Als nächstes gehen wir entlang der Kaimauer weiter nach Süden und genießen das fantastische Panorama mit sozusagen Fluss vor alter Mainbrücke, dem hochaufragenden Marienberg und dem Käppele im Hintergrund. Dazu die Stimmung der Menschen hier am Wasser. Ein Anblick und eine Atmosphäre einfach zum Niederknien. Die alte Mainbrücke ist eines der eindeutigen Wahrzeichen von Würzburg, deren Konturen man mit den Brückenfiguren und den sehr markanten Flusspfeilern selbst dann wiedererkennt, wenn man unsere Stadt das erste Mal besucht. Sie ist auf der alten Linie zwischen Festung, Domstraße und Dom sowieso Teil eines ganz besonderen historischen Arrangements des hohen Mittelalters. Steinbrücken waren im hohen Mittelalter, als 1133 der Vorgängerbau der heutigen Brücke entstand, noch längstens keine Selbstverständlichkeit, und diese hier stand lange Zeit für sich allein. Ihr Baumeister Enzelin, der unter anderem auch die Pfarrkirche St. Gertraud in der Inneren Blaich erbaute, war ein hochgerühmter Mann. Ein Grund für die Seltenheit solcher Flussbrücken bestand darin, dass es kein leichtes war, den Gewalten des strömenden Wassers zu trotzen, das die Fundamente zu unterspülen suchte. Zur Mitte des 15. Jahrhunderts hielt diese erste Brücke, der mit großer Wahrscheinlichkeit übrigens auch das berühmte Volkslied »Es führt über den Main eine Brücke von Stein« gewidmet war, der Flut des Jahrhunderthochwassers von 1442 nicht mehr stand. Der Neubau mit mächtigen, das Wasser nun teilenden und ableitenden Pfeilern dauerte Jahrzehnte und war mit vielen Erweiterungen, Umbauten und so weiter eigentlich sogar erst Anfang des 18. Jahrhunderts wirklich abgeschlossen, als 1725 die 12 barocken Figuren aufgestellt wurden, bei denen es sich um Heilige, bedeutende Bischöfe sowie Karl den Großen und seinen Vater Pipin handelt. Von der alten Mainbrücke kommend, gelangen wir nach wenigen Metern an den Vierröhrenbrunnen, direkt gegenüber des romanischen Geschlechterturms Grafen Eckert und am Fuß der für Würzburg zentralen Domstraße mit der schlanken, hochaufragenden Doppelturmfassade des Kilian-Domes an ihrem oberen Ende. Sie ahnen es schon, auch das hier ist Geschichte pur. Das Herz und die historische Schlagader des alten sowie gegenwärtigen Würzburgs zugleich. Genau hier entwickelte sich die Stadt und ihre Geschichte bis hin zum heutigen Tag. Der Grafen Eckert, mit dem Grünbaum genannten Bau an seiner Westseite, ist ein Stück profanes Mittelalter, wie es sich nur an ganz wenigen Orten erhalten hat. Es handelt sich dabei um den ältesten Teil des Rathauskomplexes, der bis in das 19. Jahrhundert hinein aus verschiedenen Zukäufen und Anbauten zusammengestellt wurde. Der Geschlechterturm wird erstmals 1180 erwähnt, als der bischöfliche Schultheiß Eggehardus ihn bewohnt, nachdem er auch benannt ist. Diesem hat freilich auch die ganze Wehrhaftigkeit und Trutzigkeit des Gebäudes kein Glück gebracht, denn der Mann ist schließlich 1201 ermordet worden. Das heutige Erscheinungsbild ist ungefähr dasjenige des 15. Jahrhunderts, nachdem der Rat der Stadt das Gebäude 1316 erworben hatte und einige Ausbauten an Turm und Gebäude vornahm. Der Name Grünbaum rührt übrigens von der noch immer vorhandenen Malerei an der Fassade her.
Der spätromanische Wenzelssaal, in dem früher der Rat tagte, zählt heute zu den wenigen erhaltenen Profansälen der Romanik. Benannt ist er übrigens nach dem etwas ungeschickt agierenden König Wenzel, welcher der Stadt dort zwar persönlich die Reichsfreiheit versprach, dies aber niemals umsetzte. Der Vier-Röhren-Brunnen ist in unserer Stadtrunde der letzte der vier großen Zierbrunnen, den wir uns näher anschauen wollen. Plastisch und figürlich gestaltet wurde er ursprünglich, ebenso wie der Vier-Ströme-Brunnen im Park des Juliusspitals, von Jakob van der Auvera, allerdings erst drei Jahrzehnte nach diesem um 1733 herum. Auf das Gesamtkonzept hatte wahrscheinlich sogar auch Balthasar Neumann einen starken Einfluss. Ein paar unübersehbare Gemeinsamkeiten gibt es dennoch, wie zum Beispiel die Delfine als Wasserspeier. Es ist gleichzeitig auch der erste echte Laufbrunnen der Stadt, der an die damals gerade neu entstandene Wasserversorgung angeschlossen war. Vor einer Umgestaltung des Brunnens 1765 durch einen Sohn van der Auveras und Peter Wagner, dem Vater des später sehr bekannten Humanisten und Kunstsammlers Martin von Wagner, thronte über einer zentralen Brunnensäule der Löwe des Geschlechtes der Schönborn. Diese Säule wurde durch die jetzige, hochaufragende Stele ersetzt, auf deren Spitze eine Franconia mit dem Rennfähnlein in der Hand hinüber zum Rathaus blickt. Auf angedeuteten Gesimsbaldachinen wurde über den Wasserspeiern die Figuren der vier Kardinalstugenden, der Tapferkeit, der Weisheit, der Mäßigung und der Gerechtigkeit platziert. Alles in allem eine wirklich gelungene Weiterentwicklung, welche das ursprüngliche Konzept nicht unterdrückt, sondern es fortführt. An der Südseite dieses Platzes steht das Haus zum Hirschen. Nachdem wir am unteren Markt bereits das sogenannte Marktkaufhaus gesehen haben, ahnen Sie es schon, dass wir auch hier ein Werk von Balthasar Neumann vor uns haben, 1726 bis 1727 erbaut. Der Name bezieht sich auf einen sehr bekannten Gasthof, für den das Gebäude im Rahmen der damaligen Platzgestaltung auch errichtet wurde und welcher bis nach dem Ersten Weltkrieg fortbestand. Lassen Sie uns die Domstraße bis zu ihrer Mitte ein wenig hinaufgehen. Diese historische Achse, um die herum man den Bischofshut und auch die heutige Stadt noch drehen und spiegeln könnte, war einst auch eine tägliche Marktstraße mit dem Sternplatz als einen ihrer Schwerpunkte. Hier war bis zum Umzug auf den unteren Markt, damals im 15. Jahrhundert, der Fisch- und der sogenannte Eiermarkt beheimatet. Letzteres steht nicht nur für die genannten Eier, sondern überhaupt für tierische Produkte wie Milch, Butter, Käse, eben Eier, Fette, Öle und so weiter. Auch das wichtige Marktgericht zur Klärung von Streitigkeiten und als Hüter der vorgeschriebenen Maße war hier untergebracht. Zum Beispiel war in einem der rückwärtigen Häuser der Maßlöffel für den Ölverkauf angebracht, eine sogenannte Aule. Dieses Haus zur Aule wurde später als Haus zur Eule bezeichnet. Der dortige Wirt besaß noch um 1700 herum ein exklusives Recht auf den Ölausschank. Wohl aus hygienischen Gründen und möglicherweise auch aus den vergangenen Pesterfahrungen heraus wurde der Platz mit den sensiblen Marktprodukten bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts schon gepflastert und bekam sogar einen Ziehbrunnen. Das in den Platz hineinragende Gebäude des Gasthauses zum Stern, heute Sternbeck, wurde nach dem Wegzug des Marktes namensgebend für den Platz, der seine heutige Gestaltung Ende der 1980er Jahre erhielt. Das Gasthaus besteht bereits seit mindestens 1495. Das ursprünglich gotische Bürgerhaus ist natürlich an diesem zentralen Ort im Zweiten Weltkrieg auf das Schwerste beschädigt worden. Der Wiederaufbau konnte leider nicht mehr den ursprünglichen Bau mit zum Beispiel dem herrlichen Treppengiebel nachvollziehen. Aber immerhin. Der von dem Würzburger Bildhauer Lothar Forster geschaffene moderne Sternbrunnen versucht mit dem Aufgreifen von Fischmotiven, Sternformen und durch seine niedrige Gestaltung und dem zugänglichen Wasser die Geschichte des Platzes anzusprechen. Gleichzeitig lässt er aber auch in den Bronzefiguren des Fauns und der Nymphe seinen persönlichen Schabernack treiben. An warmen Tagen haben die Kinder ihren Spaß und klettern auf dem Brunnen herum.
Genau so wollte der Künstler das, der im Übrigen der jungen Dame mit dem Apfel da hinten damals die Züge seiner Tochter gegeben hat. Wir gehen links am Sternberg vorbei, wieder Richtung Süden und verlassen so den Platz. Achten Sie jetzt im Bodenpflaster einmal auf kleine Messingtäfelchen. Können Sie welche finden? Es handelt sich dabei um sogenannte Stolpersteine, welche auch in Würzburg seit 2006 zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt werden. Wir queren den kleinen baumbestandenen Parkplatz weiter Richtung Süden und gelangen so zur Franziskanergasse. Das erste Haus auf der linken Seite fällt auf ob seines rustikalen Erscheinungsbildes und der roten Farbe wegen. Es ist das Riemenschneiderhaus. Hier lebte der geniale Bildhauer an der Schwelle zur Neuzeit über viele Jahrzehnte hinweg und betrieb auch seine beachtlich umfangreiche Werkstatt. Riemenschneider gelangte über seine erste Frau in den Besitz dieses Hauses. Direkt gegenüber befindet sich der sogenannte Hof Oberfrankfurt. Hier wohnte und arbeitete der in der Architektur zu den ganz Großen zählende Balthasar Neumann ebenfalls über Jahrzehnte hinweg. Er erwarb das Anwesen schon in den 1720er Jahren und blieb bis zu seinem Tod 1753. Schauen Sie einmal hoch. Da sehen Sie, hoch über das Hauptgebäude aufgesetzt, eine Art Penthouse-Geschoss mit Bullaugen und obendrauf noch einmal einen kleinen Hochbalkon auf dem Flachdach. Nicht gerade barock-like, oder? Sondern offenbar irgendetwas Modernes. Und doch ist es das Architekturbüro, welches Balthasar Neumann sich genau so dorthin baute. In diesem Raum da oben sind viele seiner Entwürfe entstanden, die heute nichts anderes sind als absolute Eckdaten der Architekturgeschichte. Der Balkon diente übrigens dazu, seine diversen Baustellen im Blick zu haben. Sehen Sie ihn auf dem Balkon da oben stehen? Einige wenige Meter weiter geradeaus in Richtung Süden treffen wir bei der nächsten Gassenkreuzung auf die Franziskanerkirche, die sich dort links erhebt. Das sich dahinter anschließende Klosterareal nimmt den kompletten Häuserblock ein. Wir gehen durch den Eingang rechts neben der Kirche und dort zunächst weiter in den Kreuzgang, durch diesen rundherum hindurch und betreten später die Kirche im Osten. Die Franziskaner gründeten ihre erste Niederlassung nördlich der Alpen, hier in Würzburg. Und das bereits 1221, noch zu Lebzeiten des heiligen Franz von Assisi. Die große, dreischiffige und sehr raumgreifende Basilika entstand um 1250 herum in einem schlichten Stil ganz nach den Wünschen des Ordensgründers als sogenannte Minoritenkirche, wie sie vergleichbar auch im italienischen Raum für die Franziskaner üblich waren. Einige Unterschiede bestehen aber vor allem im Aufriss, dem in der Region damals aufkommende gotische Elemente beigegeben sind, wie man es zum Beispiel an den Fenstern oder Jochbögen sehen kann. Fürstbischof Julius Echter besteht Ende des 16. Jahrhunderts auf Maßnahmen, dem Kloster und der Kirchenausstattung mehr repräsentative Pracht zu verleihen, der Überlieferung nach gegen den Willen der Ordensgemeinschaft. Das Schmuckportal am Klosterzugang ist heute noch zu sehen. Ansonsten war gerade das Franziskanerkloster leider nicht sehr vom Glück der Geschichte begünstigt. Zum Beispiel zerstörte nicht nur der katastrophale 16. März 1945 mit den Brandbomben, sondern auch der vergleichsweise kleine Vorabangriff mit Sprengbomben ausgerechnet diesen Ort. Im Kreuzgang hat sich halbwegs original gerade mal der Ostflügel erhalten. Und 1986 verwüstete ein Brandanschlag, der nie geklärt werden konnte, den kompletten Innenraum der Kirche zusammen mit dem Dachstuhl. Auch die Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts setzte dem Orden schwer zu, indem sie über 40 Jahre hinweg keine Novizen mehr aufnehmen durften. Dennoch hat das Kloster bis heute aktiv überdauert,
und feiert demnächst sein 800-jähriges Bestehen. Nun folgen wir der Franziskanergasse weiter nach Süden, bis wir auf die Neubaustraße treffen. Diese schnurgerade Straße zeigt uns die Linie der südlichen Begrenzung des alten Bischofshutes, wie es die Juliuspromenade im Norden der Stadt tut, also den Ort der Stadtmauer aus dem 11. Jahrhundert. Direkt rechts von uns befindet sich jetzt das Hotel Rebstock. Auch so ein Platz, an dem die Gastwirtschaft schon seit 1408 durchgehende Tradition hat. Das heutige Gebäude stammt aus dem späten 17. Jahrhundert und der Rokoko-Stuck ist belegt wohl für das Jahr 1737. Die italienischen Stuckateure waren eigens für die Arbeiten an der Residenz aus Italien gekommen. Interessant ist an dem Haus auch das stattliche Portal zwischen Renaissance und Barock. Mit dem Hof zum Rebstock verbindet sich auch ein besonderes Stück Stadtgeschichte. Hier im Gasthof nämlich soll sich der Fehderitter Wilhelm von Krumbach im April 1558 mit seinen Mordkumpanen getroffen haben, bevor er das Attentat auf Fürstbischof Melchior Zobel am Fuß des Festungsberges beging. Gegenüber, etwas rechts, sehen wir in der Straßenflucht drei stattlich herausragende und auch etwas bunt wirkende Barockfassaden. Es handelt sich dabei um die sogenannten Kreisinghäuser, die zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 1715 und 1736 entstanden sind. Von dem Hofarchitekten und Bauunternehmer Kreising sagt man übrigens, dass er das schlüsselfertige Bauen erfunden habe. Gewiss kann dieser Häuserzug in einem solchen Kontext gesehen werden, welcher die städtisch-urbanen Bürgerhäuser des 19. Jahrhunderts bereits ein wenig vorwegnimmt. Heute befinden sich dort unter anderem das Stadtarchiv und verschiedene Tagungsräume. Wir überqueren die Straße, wenden uns nach links und an der Ampelkreuzung wieder nach rechts in die Peterstraße. Zuvor aber werfen wir diagonal über die Kreuzung einen langen Blick auf den dortigen Gebäudekomplex mit der Neubaukirche, ihrer Fassade und den Turm, bei dem es sich um den höchsten der Stadt handelt. Wir sehen die alte Universität, einen Renaissance-Komplex und die im Bau integrierte von Antonio Petrini Ende des 17. Jahrhunderts im heutigen Erscheinungsbild umgestaltete Neubaukirche. Dieses Bild bitte ein wenig merken. Wir werden den Ort später noch aus einer anderen Perspektive betrachten. Zunächst aber gehen wir nach Süden weiter die Straße entlang, bis sich der Peterplatz mit der gleichnamigen Pfarrkirche Peter und Paul öffnet, den man aufgrund der Straße erst einmal nicht so eindeutig als Platz wahrnimmt. Auch das Gassenquartier in diesem Teil der südlichen Altstadt wird Peterviertel genannt. Es ist das Gebiet des erweiterten Bischofshofes, das um 1200 mit der zweiten Stadtmauer in das Stadtgebiet mit einbezogen wurde. Bei der Kirche St. Peter und Paul handelt es sich um eine ursprünglich romanische Basilika aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, die Anfang des 18. Jahrhunderts von Josef Kreising vollkommen barockisiert wurde. Sehenswert im Innern sind die Kanzel von Johann von der Auvera und auch Stuckarbeiten des berühmten Stuckateurs Antonio Bossi, der sich vor allem mit Arbeiten in der Residenz unsterblich gemacht hat. Architektonisch interessant sind auch die Emporen über den Seitenkapellen, die vermutlich mit einer früheren Rangabfolge der Besucher zusammenhängen. Das Areal im Osten von St. Peter und Paul gehörte zu dem ehemaligen Benediktinerkloster, bei dem es sich um das größte und bedeutendste der Stadt handelte. Wir wenden uns jetzt zunächst nach rechts durch die Peter-Pfarrgasse und zu einer Gasse mit dem Namen Zwinger hin. Diese folgt dem Verlauf jener Stadtmauer um 1200 herum und bietet Reste zu sehen, sowohl der eigentlichen Mauer als auch des vorgelagerten Zwingerringes aus dem 15. Jahrhundert. Wir gehen nach links und an der Rückseite der neuen Universität aus dem späten 19. Jahrhundert vorbei. Dort sehen wir zwei offene Halbtürme des Zwingerringes, die auf der gesamten Süd- und Ostseite jeweils nur wenige Meter auseinander standen. Um das Anrennen der einfachen Stadtmauer entscheidend schwieriger zu gestalten, wurde ein um ca. 2,5 Meter niedrigerer Mauerring als sogenannte Zwingermauer vorgelagert errichtet. Dazwischen ein breiter Wehrgang und vor dem Zwinger natürlich ein Graben.
Einige Meter weiter treffen wir auf den mit der Stadtmauer um 1200 erbauten und wunderbar erhaltenen Hexenturm, der diesen Namen trägt, weil im Zuge der Hexenprozesse die Beschuldigten hier eingekerkert wurden. Heute ist der Turm Teil der Universitätsverwaltung. Durch eine kleine Grünanlage gelangen wir auf einen Parkplatz und zurück zu dem Areal hinter St. Peter und Paul. Wir gehen vor bis zur Straße, dort einige Meter nach rechts und dann wieder nach rechts, um die Kirche St. Stephan durch das Seitenportal zu betreten. St. Stephan entstand als sehr, sehr frühromanische oder vielleicht sogar noch ottonische, dreischiffige Basilika bereits ab 1014 und wurde 1032 schon geweiht. Sie wäre heute eine der oder gar die bedeutendste Kirche der Stadt, wenn sie im Laufe der Jahrhunderte nicht eine gar so heftige Umbau-, Abbruchs- und schließlich sogar Zerstörungsgeschichte durchlaufen hätte. Dem ursprünglichen Bau zuzuordnen sind heute nur noch die unteren Partien der beiden Türme im Westen. Allerdings hat sich ebenfalls im Westen die Krypta bis in unsere Tage hinein erhalten, bei der es sich zudem um den ersten Bauabschnitt der ursprünglichen Kirche handelte. Sie wurde bereits im Jahre 1018 geweiht. Nach der Marienkirche auf der Festung, deren Bausituation allerdings auch Fragen stellt, ist die Krypta von St. Stephan der älteste Sakralraum Würzburgs und sowieso auch ein sehr alter für den deutschsprachigen Raum. Wir finden sie, indem wir uns im Mittelgang der Kirche nach rechts wenden. Die kleinen Kreuzgewölbe in der Stephanskrypta werden von 6 Säulen mit romanischen Würfelkapitellen getragen. Dazu eine kleine Altarapsis. Das ist der richtige Ort und der richtige Moment, um gegenüber unserer Geschichte, unserer Identität, der Herkunft und dem, wohin wir gehen werden, ein paar Augenblicke der Andacht zu investieren. Nach dem Verlassen von St. Stephan wenden wir uns nach rechts und gelangen dort an eine größere Straßenkreuzung, in welche die heutige Kirche des Priesterseminars St. Michael geradezu hineinragt und damit auch zur nächsten Station unseres Rundganges. St. Michael steht ziemlich genau am Ort eines der ehemals großen Stadttore und sollte ursprünglich für den Jesuitenorden neu erbaut werden. Ungeklärte Grundstücksprobleme, die zwischenzeitliche Auflösung der Jesuiten durch den Papst und die Säkularisation führten unter anderem zu der ungewöhnlich langen und widrigen Baugeschichte von 1765 bis 1831. Am Ort der alten Universität, wir haben sie bereits kurz von Westen aus gesehen, entstand zunächst die trapezförmig zueinander stehenden Flügel des Jesuitenkollegs 1715 bis 1719 durch Josef Kreising sowie 1728 bis 31 durch Balthasar Neumann. Dieser plante ab 1742 auch die Kirche im Osten der Anlage als barocke Hallenkirche. Als die Kirche schließlich 1831 dann geweiht werden konnte, waren die ursprünglichen Pläne und Ideen Neumanns mittlerweile aber dem Geschmack der Zeit folgend stark klassizistisch angepasst worden. In den 1990er Jahren ist das Kircheninnere durch den Bildhauer Heinrich Bücker mit unter anderem 40 Plastiken neu gestaltet worden. Wir gehen nun an der rechten Seite der Kirche die Dummer Schulstraße entlang nach Westen und sehen dort gegenüber dem Nordflügel des heutigen Priesterseminars die neu erbaute Diözesanbibliothek. Es ist gewiss so, dass dieser Standort für die Studierenden der katholischen Theologie geradezu ideal ist, aber andererseits auch ein Faktum, dass sich genau hier bis zu jener furchtbaren Pogromnacht 1938 die Synagoge der jüdischen Gemeinde aus dem 19. Jahrhundert befand. Eine Gedenktafel sowie auch ein Denkmal im Garten der Anlage erinnern daran. Wir setzen unseren Weg fort
und gelangen zu der durch den Architekten Rubin für Fürstbischof Julius Echter ab 1582 errichteten vierflügeligen Anlage der alten Universität mit dem Haupttor zum Innenhof auf der Nordseite. Beim Hindurchgehen betrachten wir uns das Relief des Stifters über dem Portal ein wenig genauer. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir sehen den Stifter in vollem bischöflichen Ornat kniend und mit gefalteten Händen in einer ganz ähnlichen Haltung, wie es das Relief beim Juliusspital zeigt. Im Hof sehen wir uns einfach ein wenig um und lassen diese besondere Stimmung auf uns wirken. Der viergeschossige, klar und funktional gegliederte Komplex mit der in den Nordflügel integrierten Neubaukirche gehört zu den bedeutendsten Renaissancebauten nördlich der Alpen. Er wurde als reiner Universitätsbau geplant und zählt damit zu den ältesten Anlagen dieser Art in Europa. Ein stark ausgeprägtes Motiv zur Neugründung der Universität. Wir erinnern uns, ein erster Anlauf 1402 scheiterte bereits nach 2 Jahrzehnten, war für den Fürstbischof sein starkes Engagement im Zuge der Gegenreformation. In modernen Worten ausgedrückt heißt das, dass man die Meinungs- und Deutungshoheit zurückgewinnen wollte. Die Bildungselite und natürlich der Nachwuchs der höheren Stände sollte für die Seite der römisch-katholischen Sache gewonnen werden. Gelehrt wurde damals selbstverständlich in Latein. Bei den angebotenen Fachbereichen handelte es sich um die Theologie, die Philosophie sowie um die Jurisprudenz. Ab 1593 auch die Medizin. Das sieht nach weniger aus, als es tatsächlich war, denn allein die philologische Grundausbildung sah zum Beispiel ein vertieftes Studium der Fächer Latein, Griechisch, Grammatik, Rhetorik und Dialektik vor. Diese zweite Universitätsgründung wurde ein großer, über die Jahrhunderte durchgehender Erfolg. Zur Mitte des 18. Jahrhunderts ließ man schließlich auch Nichtkatholiken zum Studium zu und lehrte in deutscher Sprache. Heute zählt die Uni Würzburg in Deutschland zu den großen, klassischen Volluniversitäten alter Gründung. Bisher nicht weniger als 14 Nobelpreisträger haben hier gelehrt oder studiert. Nehmen wir von diesem Ort also die Begegnung mit einem außerordentlichen Stück der europäischen Bildungsgeschichte mit. Am Ende der Domer Schulstraße treffen wir nach nur wenigen Metern auf den Franziskanerplatz. Dort sehen wir jetzt den Ostchor der großen Minoritenkirche aus dem 13. Jahrhundert. Unser Weg führt rechts herum nach Norden in die Richtung des Domareals. Wir gelangen wieder in das Quartier der Domherrenhöfe, diesmal von Süden her. Zu unserer Rechten sind heute mehrere Höfe in der Theresienklinik zusammengefasst, darunter der Renaissancebau des Hofes Heideck und der ältere Hof Seebach mit der gotischen und wirklich wunderbaren Allendorfkapelle aus dem 14. Jahrhundert. Gegenüber, zu unserer Linken, sehen wir die nicht minder große und mehrflügelige Anlage des Marmelsteiner Hofes. Fällt Ihnen daran etwas auf? Richtig, es handelt sich um ein Spätwerk von Balthasar Neumann aus dem Jahr 1747. Bis 2014 wurde hier der Domschatz aufgestellt, welcher jetzt im Kilianstom selbst zu sehen ist. Wir gehen um den Hof herum nach links und biegen gleich darauf wieder nach rechts in die Plattnerstraße ein. So gelangen wir schließlich zum Domvorplatz. Bevor wir nun den Kiliansdom durch dessen Hauptportal betreten, werfen wir noch einen langen Blick die Domstraße hinunter bis zur alten Mainbrücke und genießen den Anblick. Der Kreis schließt sich. Das Innere des Kiliandomes betreten wir durch ein schmiedeeisernes Gitter der früheren Chorschranke. Zunächst einmal dies. Der Rauminhalt des Domes kommt in seiner Gewaltigkeit ziemlich unerwartet. Die Kirche wirkt im Ausmaß geradezu riesig und kathedralhaft. Das liegt am umbauten Raum. Es ist im Umfang die viertgrößte, im dreidimensionalen Raum jedoch die größte romanische Kirche der Welt. Ebenso wie Neumünster, Augustinerkirche und Stift Haug ist auch der Innenraum des Domes vor wenigen Jahren innerhalb desselben Zykluses neu gestaltet worden. Eine Synthese aus schlichtem Weiß, liturgischer Neuordnung,
alter Ausstattung und Elementen moderner Kunst. Durchdacht und konsequent ausgeführt, Traditionen bewahrend und die kulturellen Entwicklungen der Zeit nachvollziehend, ist einer der interessantesten und beeindruckendsten Kirchenräume unserer Zeit entstanden. Die Synthese der Verbindung des Alten mit dem Neuen ist hier gelungen. Wir gehen zunächst bei dem siebenarmigen Bronzeleuchter durch den Mittelgang des dreischiffigen Langhauses. Dort ist zentral im Gang das 1279 von Meister Eckhard von Worms in Bronze gegossene Taufbecken platziert. Ungewöhnlich, aber sehr sinnvoll inmitten der Gemeinde dort aufgestellt, wo es einst bereits seinen Platz hatte. Ein erstes Beispiel für die Ideen der Neugestaltung. Wenn wir jetzt nach oben schauen, sehen wir eine flache bemalte Holzdecke, während Chor- und Querhäuser reich stuckierte, aber heute weiß gekalkte Barockgewölbe aufweisen. Nach dem Brand von 1945 hielt die Nordwand des Domes dem Gewölbedruck nicht mehr stand und stürzte im Frühjahr 1946 schließlich in sich zusammen. Für den Wiederaufbau fand man mit der jetzigen Lösung einen glücklichen Kompromiss, der sich an der Geschichte des Bauwerkes orientiert. An den Jochpfeilern des Langhauses sind die Epitaphe, also die Gedenkplatten vieler Bischöfe angebracht. Beispielhaft schauen wir uns da diejenigen von Tilman Riemenschneider geschaffenen Arbeiten für Rudolf von Scherenberg und Lorenz von Bibra an. Sie finden sie links am 7. und 8. Pfeiler. Interessant ist, dass das ältere Werk Scherenberg um 1495 herum für das damalige späte gotische Mittelalter völlig untypische Porträtzüge mit den Spuren und Falten des Alters zeigt, während das mehr als 20 Jahre später entstandene Epitaph für Lorenz von Bibra wiederum die vormals klassisch idealisierten Züge des Abgebildeten wiedergibt. Die Erklärung ist darin zu finden, dass der Künstler jener Zeit stets den Wünschen des Auftraggebers stark unterworfen war. Für Scherenberg konnte Riemenschneider seine künstlerische Vision, Idee und sein Wissen um die einsetzende Renaissance umsetzen. Bei dem Werk für Bibra, obwohl sehr viel später, musste er im Sinne des Auftrags zumindest in der Gestaltung der Person Kompromisse eingehen. Der Altarbezirk unter der Vierung ist ebenfalls ausgeprägter Teil der Neugestaltung. Eine sowohl schlichte als auch geglückte Verdichtung der Aufgabe am zentralen Ort der religiösen Handlungen und Kulminationspunkt dieses riesigen Kirchenraumes. Das große Chorhaus nach Osten hin ist mit den modern stilisierten Figuren der Apostel dagegen bereits Ende der 1980er Jahre schon neu gestaltet worden. Rechts und links öffnen sich die Querhäuser. Links im Norden ist die Schönbornkapelle von Balthasar Neumann mit den dortigen Grablegungen angebaut. Die kann man normalerweise nicht betreten, aber immerhin einen Blick durch die beiden Glasportale werfen. Es ist ein sehr andächtiger Raum. Im südlichen Querhaus befindet sich die kleinere der beiden sogenannten Gleisorgeln. Ein Durchgang führt in den Kapitelsaal, in dem sich weitere hervorgehobene Grablegungen der jüngeren Zeit sowie Altar und Andacht des Domkapitels finden. Vom südlichen Querhaus sowie vom dortigen Seitenschiff des Langhauses lässt sich auch der sehr große Kreuzgang betreten, dessen Weg im Lauf der Jahrhunderte mit den Grabplatten verdienter Kapitelmitglieder und Kanoniker ausgelegt wurde, beziehungsweise an den Außenwänden die Epitaphe solcher Vasallen des Bistums erhielt, die es sich leisten konnten. Heute ist es nicht mehr der Fall, um diese Platten zu schützen. Einige markante Stücke haben den Weg an die Wand gefunden, andere wohl in ein Depot. Wie auch immer, genau dieser Kreuzgang ist einer jener Orte des Mittelalters und vielleicht auch danach, an dem Gespräche und Entscheidungen stattgefunden haben dürften, die bis in unsere Tage nachwirken. Im Osten des südlichen Querhauses treffen wir auf den Eingang zur Krypta unter dem Ostchor und der Vierung des Domes. Auch dieser Raum ist zwischen uralten Traditionen und modernen Elementen neu gestaltet worden. Zentral angeordnet dominiert das Grab des heiligen Bruno, dem Gründer des Kilian-Domes, welcher hier 1045, 5 Jahre nach Baubeginn und unmittelbar nach der Fertigstellung der Krypta, seine letzte Ruhestätte fand.
Auf der Mittelachse des Domes führt eine gedachte Linie über den alten Ziehbrunnen St. Veit in die Kapelle unter dem heiligen Bezirk der Altarvierung, dem dortigen Luciabrunnen und Altar bis hin zu der Wandnische mit dem sogenannten Merowingerkreuz, bei dem es sich um das älteste Artefakt des Domes und vielleicht sogar der Stadt selbst handelt. Nehmen Sie ruhig die Atmosphäre in sich ein wenig auf. Es gibt einiges zu sehen, zum Beispiel exponiert in einer tiefen Nische aufgestellt eine Madonna aus dem 16. Jahrhundert. Wahrscheinlich wird Ihnen auch auffallen, dass verschiedene Sockel und tragende Deckenelemente keinesfalls original sind, sondern in Beton gegossen wurden. Nach den Zerstörungen des Krieges ging es nicht anders. Heute zeigt man bewusst die Unterscheidung zwischen alter Substanz und modernem Behelf. Nach dem Verlassen der Krypta bewegen wir uns durch zum Beispiel das nördliche Seitenschiff wieder nach Westen. Der Blick durch eines der Joche hinauf zur Orgelempore im Westen des Mittelschiffes lässt das Instrument dort als sehr gewaltig beschreiben. Und ebenso mächtig und voll ist auch sein Klang. Im Westen des südlichen Seitenschiffes führt wiederum ein Durchgang zu einer sehr interessant gemachten Ausstellung über die Geschichte und Entwicklung des Kilian-Domes. Dort bei der Informationstheke gelangen wir auch zu der Ausstellung des Domschatzes. Nach dem Verlassen des Kilian-Domes wenden wir uns nach rechts und treffen nach wenigen Metern bereits auf die von Josef Kreising gestaltete barocke Prachtfassade des Neumünsters mit der zweiflügelig vorspringenden Freitreppe davor. Bei dem Durchgang unter dieser Treppe betreten wir nun die sogenannte Kiliansgruft mit dem Schrein der Frankenapostel. Das niedrige, schlichte und flache Gratgewölbe ruht auf massiven, oktogonalen Pfeilern. Angelegt wurde dieses Oratorium um 1060 herum zusammen mit dem ursprünglichen Bau der Basilika des Neumünsters durch Bischof Adalbero. Der Altar stammt aus dem 13. Jahrhundert, während der bronzene Schrein mit den Gebeinen der Heiligen ein modernes Werk des Bildhauers Heinrich Brückner aus den 1980er Jahren ist. Die Relieftafeln zeigen Stationen aus dem Leben Jesu. Rückwärtig steht der steinerne, ursprüngliche Sarkophag des Kilian aus dem 8. Jahrhundert, welcher sozusagen die Stadtgeschichte Würzburgs von ihren Anfängen an begleitete. Oder, um es in anderen Worten auszudrücken, vor diesem Steinsarg haben schon Karl der Große und durch die Jahrhunderte wahrscheinlich auch die Mehrzahl seiner Nachfolger gebetet. Nur wenige Meter entfernt befindet sich auch hier, ebenso wie in der Domkrypta, ein alter Ziehbrunnen. Es heißt, dass sein Wasser eine heilende bzw. wundertätige Wirkung besitze. Ein Treppenaufgang führt im Innern zu dem über der Gruft liegenden Kirchenraum des Neumünsters. Erinnern wir uns hier zunächst für einen Moment an die Gestalt der romanischen Basilika, die wir zu Beginn unseres Rundgangs im Osten der Kirche von außen gesehen haben. Wie unterschiedlich nun der Auftritt im Innern. Obwohl im Ostabschluss und dem Langhaus in ihren baulichen Maßen belassen, hat Kreising das Neumünster doch vollständig barockisiert. Dazu die Westfassade neu errichtet und im Eingangsbereich dahinter vor dem Langhaus einen in dieses übergehenden Zentralraum mit einer Kuppel darüber geschaffen. Gerade letzteres ist eine ungewöhnliche Lösung, weil man einen solchen Kuppelraum doch eher über dem heiligen Bezirk einer Kirche erwarten würde. In den späten 2000er Jahren ist auch das Innere des Neumünsters im Rahmen des schon angesprochenen Programmes nach den Vorstellungen des Domkapitulars Jürgen Lenzen neu gestaltet worden. Wir haben diese Kirchenräume nun alle gesehen. Für den barocken Innenraum des Neumünsters bedeutet dies eine weißgekalkte Stuckierung, moderne Kunst in den Kassettenfeldern über den Jochen und einiges mehr. Belassen wurden die Deckenfresken im Gewölbe und der Kuppel, ein konzentrisch aufsteigender Himmel aus fränkischen Heiligen bzw. Seligen. Auch das Chorgestühl der ca. um 2 Meter höher liegenden Querhäuser sowie der barocke Hochaltar in der dortigen Ostapsis ist geblieben.
Darunter befindet sich die ebenfalls neu gestaltete Johanneskrypta. Der in den Kirchenraum hineingezogene moderne Altarbezirk ist um die auf der Chormauer aufgesetzten und von Heinz Schistel 1910 nach Riemenschneider Vorbild geschaffenen Büsten der drei Frankenapostel herum errichtet. Alles in allem eine in diesem Kirchenraum sehr komplexe, aber auch hier gelungene Gestaltungsaufgabe zwischen tausendjähriger Tradition und zeitgenössischer Empfindung. Wir verlassen das Neumünster über die Freitreppe und tun nach rechts hin die letzten Schritte unseres Rundgangs bis zum oberen Markt. Auch die Entstehung der Fläche des oberen Marktes geht zurück auf die Pogromereignisse von 1349. Das Hauptereignis des Platzes ist aber heute das berühmte Falkenhaus. Das liegt vor allem an der wunderbar reichen Rokokofassade mit den drei Ziergiebeln, schön und stimmungsvoll anzuschauen. Diese Fassade wurde ab 1751 für die das Haus betreibende Wirtsfamilie Meißner von wandernden Stuckateuren aus dem Oberbayerischen geschaffen. Der geschäftstüchtigen Witwe des Wirtes gelang es darüber hinaus, sich aufgrund dieser Investition über Jahre hinweg von allen Steuern befreien zu lassen. Der heutige Bau aus dem 17. Jahrhundert ersetzte einen Vorgängerbau, der aufgrund einer tatsächlich vorhandenen Falknerei bereits im 14. Jahrhundert der Hof zum Falken genannt wurde. Dem Falkenhaus gegenüber befand sich bis zum Krieg der Komplex des Dietricher Spitals des Domkapitels mit Bauten von unter anderem Antonio Petrini und Balthasar Neumann. Bereits im 12. Jahrhundert gegründet, nahm man dort Bedürftige und vor allem Pilger auf. Erhalten hat sich bis auf ganz wenige Substanz nur das Portal hier am oberen Markt. Beschließen wollen wir unseren Rundgang nun mit einem Blick auf die Figur des von Richard Rother 1977 geschaffenen Heckerbrunnens. In dem Hecker, also dem Winzer, erkennen wir die typischen Merkmale eines fränkischen Originals wieder. Mir hat unser Rundgang durch das alte Würzburg viel Freude gemacht. Nach all den Bildern und Eindrücken haben wir uns nun eine echte Würzburger Bratwurst, eine sogenannte geknickte und einen offenen fränkischen Silvaner verdient. Wohl bekommt's! Versuchst einmal zwischendrin auch zu lächeln. Und Textänderung würde ich vorschlagen, nicht bläst, sondern hustet. Hustet? Ja. Bläst. Deine Gedankenwelt erschließt sich mir nicht. Mach nichts, tu's. Okay, ich hab's schon verstanden. Ihnen am Schluss noch Rainer Lenk vorstellen, Professor für mittlere Geschichte hier an der Universität Würzburg, ohne dessen Rat und Engagement dieser Film nicht möglich gewesen wäre. Rainer, komm mal bitte ins Bild. Auf dein Wohl. Los, Christoph. Und auf Würzburg und die Würzburger. Pauline, ja, bist schon in der Stadt? Ja, ich bin gerade auf der alten Mainbrücke und mache noch so Stillleben-Filmeindrücke.
Ja, und wir können uns irgendwo in der Innenstadt treffen.